Seit meiner Kindheit hatte ich Kopfschmerzen und Schwindelgefühl, die am Anfang ab und zu auftraten und sich immer mehr verstärkten. Ich fühlte mich auch nie richtig gut, schon als Kind. Als ich dann 12 Jahre alt war, da stand ich an einer Bushaltestelle, mir wurde schwarz vor Augen und ich fiel in Ohnmacht und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster auf. Hatte dann eine Platzwunde am Kopf und als ich zu mir kam, war schon der Notarztwagen da, der mich ins Klinikum fuhr. Dort wurde ich mehrere Tage untersucht. Und die sagten, es wäre eine Wachstumsstörung, Störung des Nervensystems. Da kann man nichts machen, damit müssen sie leben. Ich habe gedacht, mit 12 Jahren, gut, das war jetzt eine einmalige Sache und das wird nie wieder auftreten. Aber es kam immer wieder, 10 Jahre lang, in unregelmäßigen Abständen, dass mir es einfach schwarz vor Augen wurde und ich umfiel. Ob es bei der Lehrstelle war, beim Arzt, in der Schule. Ich hatte Angst, rauszugehen, zwischen hohe Kaufhausregale entlang zu laufen, mit dem Auto zu fahren und dabei zu verunglücken. Das Leben war für mich damals eine Qual. Und dann 10 Jahre später ist alle Vierteljahr 1 bis 2 Ohnmachtsanfälle aufgetreten, die sich nicht vorher ankündigten. Ich war nervös, reizbar. War antriebslos, hatte keine Lust mehr am Leben. Ich habe mir sogar schon überlegt, mir mal selbst das Leben zu nehmen. Als ich 23 Jahre alt war, hörte ich von meinen Eltern was von der Lehre Bruno Grönings. Ich wurde dann eingeführt, konnte das am Anfang gar nicht so recht glauben, dass mir diese Lehre helfen kann. Ich habe es dann geprüft und ich hatte genau dieselben Regelungen wie vor auch, wenn ich die Kraft aufnahm. Ich konnte das allerdings nicht als Regelung annehmen am Anfang, weil die Kopfschmerzen, dasselbe Gefühl trat genauso auf wie vor. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, dann konnte ich das mit den Regelungen verstehen. Da fiel bei mir der Groschen, wie das zusammenhängt. Wenn ich die Kraft aufnehme und dann glaube, dass ich gesund werde, dass das einfach ein Reinigungsprozess im Körper ist. Und dann fuhr ich wieder mit zum Einführungsvortrag. Und dort habe ich mich von allem getrennt, was im Körper nicht in Ordnung war. Und dort wurde ich auch ohnmächtig und rutschte vom Stuhl. Aber als ich wieder zu Bewusstsein kam, war die Stimme in mir, jetzt wird alles gut. Und es war alles anders. Ich konnte danach rausgehen, aus eigener Kraft. Und früher hätte ich die Beine hochlegen müssen und 2 Tage im Bett verbringen müssen. Und dann, seit diesem Tag, bin ich nie mehr in Ohnmacht gefallen. Und ich freue mich jetzt des Lebens. Ich bin
ein anderer Mensch geworden.